Was tut sie? Befindet sie hier am Ziegenhof von Petra und Arnold Wollschlager in Amerstock, Gemeinde Vorderweißenbach. Arnold, wie seid ihr auf die Ziegen gekommen? Ja, es ist gut. Dazu mal, wie meine Eltern den Betrieb gehabt haben, da war ein Mutterkuhbetrieb da und das starke Interesse von der Petra und von mir war halt nicht so da für Kühe. Und dann war ich in der Schule oben, in Schlegel, in der Bierschule. Und da haben wir das Thema Ziegen einmal gehabt und dort war der Entschluss auf da, dass wir Ziegen gemacht haben. Ja, Petra, eine Frage. Ist Ziegenmilch etwas Besonderes? Naja, auf jeden Fall. Ich als Nicht-Milchtrinker, weil ich Kuhmilch gar nicht vertrage, habe mich inzwischen angefreundet, trinke jetzt Ziegenmilch, vertrage es voll gut. Mir schmeckt es auch, es geißelt überhaupt nicht. Erst nach dem dritten Tag vielleicht, dass man mal einen Geschmack merkt. Und es ist einfach die Zusammensetzung, die ist ganz anders wie bei den anderen Milchsorten, sage ich jetzt. Ähnlich der Muttermilch und wird total gut vertragen. Also voll empfehlenswert. Ja, auch ein Ziegenleben dauert nicht ewig. Was passiert hier speziell mit den männlichen Nachkommen, die so also keine Milch geben? Ja, das ist eine gute Frage. Wir haben heuer ziemlich viel Kitzeln gehabt, schon bei den 90. Da sind natürlich jetzt über 50 Böcke gewesen, also eigentlich sind es schon über 100. Wenn ich da richtig bin, jetzt muss ich in die Unterlagen nachschauen. Aber ist ja wurscht. Wir vermarkten über einen Ziegenzuchtverband. Und den Rest habe ich eigentlich alles privat vermarktet. Das heißt, die Leute kommen und holen sich die Schlachtkörper und es ist einfach ganz gut gegangen heuer. Es hat voll gepasst. Und ich habe nach wie vor noch ein paar Stickeln übrig, also wenn mir was braucht, jederzeit. Thank you.
Ja, was ein Bogen ist.